1943. Als Antwort auf den Krieg, den Deutschland über die Welt brachte, bombardierten alliierte Luftverbände deutsche Städte und legten sie in Schutt und Asche. Unter diesen Angriffen litt hauptsächlich die Zivilbevölkerung. Frauen, Kinder und alte Menschen. Wenn sie nicht umkamen, so standen sie von einem Augenblick zum anderen vor dem Nichts. Sie hatten alles verloren. Ihren Besitz, ihre Wohnung und oft auch die Familie und die Freunde. So verloren Kinder die Eltern und Eltern die Kinder. Und wer überlebte, verlor die Hoffnung. Dann schwiegen die Sirenen wieder. Niemand wusste, für wie lang. Ich werde schon das Futter besorgen, bevor es wieder losgeht.
Na? Was machst du denn hier? Aber jetzt hol ich mich hin. Na ja. Wenn du dich sagen willst. Wo sind denn meine Eltern? Komm. Erzähl doch. Dann sag ich dir auch nicht, was ich in diesem Korb habe. Ha! Das ist doch ganz baby einfach. Kaninchenfutter hast du in dem Korb da. Donnerwetter, du bist aber ein schlauer Kerl. Siehst gar nicht wie ein Baby aus. Ich bin kein Baby. Ich bin schon 9. So, 9? Und warum sitzt du so allein hier? Yes. Hättest du nicht Lust, dir meine Kaninchen anzuschauen? Ich kann doch hier nicht weg. Ich muss aufpassen. Worauf musst du denn aufpassen? Das ist dein Geheimnis. Das darf ich nicht weiter sagen. Du musst doch auch mal nach Hause gehen. Du musst doch essen und schlafen. Tja, na ja. Wenn du hier bleiben musst. Schade. Mensch, Dicker, dass du den Jungen nicht gesehen hast. Der wird dir gefallen. Der ist genauso alt wie unser Franz damals. Aber das haben wir. Ich bin's gar nicht okay. Mein Gott, bin ich eine trübe Tasse, dass ich das vergessen konnte. Ihr müsst Hunger haben. Ihr habt jetzt genug, was? Keine Angst. Ich bin's nur. Wollt ihr dich nicht erschrecken? Ich habe uns was zum Essen mitgebracht. Darf ich mich zu dir setzen? Was? Gefällt's dir? So eins habe ich mir schon immer gewünscht. Sag mal, hast du denn immer noch auf? Ja. Ich verspreche dir, ich werde das nicht weiter sagen. Du kannst dich auf mich verlassen.
Leben die Ratten? Stimmt doch, dass die Ratten von Toten essen. Von Menschen. Da leben sie doch von. Wer sagt denn das? Unser Lehrer. Du passt also jetzt auf die Ratten auf? Nicht auf die. Auf meine Eltern und auf meinen kleinen Bruder. Wir waren alle im Keller, als die Bombe fiel. Plötzlich war es ganz dunkel. Ich habe sie gesucht und gerufen. Aber ich habe sie nicht wieder gefunden. Und der ganze Keller war zusammengestürzt. Und jetzt muss ich aufpassen, dass sie nicht von den Ratten gefressen werden. Da, war das nicht gerade eine? Nein, das war nur ein kleiner Vogel, der sich verirrt hat. Sag mal, hat euch euer Lehrer eigentlich nicht verraten, dass die Ratten nachschlafen? Das hat er uns nicht gesagt. Das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig weggehen. Nachts schlafen sie immer. Schon wenn es dunkel wird. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Also sowas. Und der Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß. Schade. Ein Kaninchen hätte es wohl ruhig mal ansehen können. Vielleicht hätte es mir jetzt ausgesucht. Aber du kannst sie hier nicht stecken. Kannst du mir denn nicht eins mitbringen? Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Wenn es dunkel wird und die Ratten schlafen gehen, komme ich wieder und hole dich hier ab. Und dann suchst du dir selbst eins aus. Einverstanden? Oh ja, ich hätte gerne ein weißes. Kommst du auch wirklich wieder? Sicher. Wenn ich es doch gesagt habe. Ich lasse dir so lange mein Taschenmesser hier, bis ich wiederkomme.